Also ja, es ist erstmal schon lange her, dass wir ihn überhaupt haben spielen sehen in der Preseason jetzt, aber dass wir ihn in einem richtig bedeutenden Spiel gesehen haben, ist halt so ewig her, da kann ich mich halt auch wirklich nicht mehr richtig dran erinnern. Also ich habe schon noch so einzelne Plays im Kopf. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er einen Touchdown geworfen hat, während er gleichzeitig irgendwie einen Schuh im Auge hatte, der durch die Facemaster reingekommen ist oder so. Also der ist schon oder war zumindest damals ein extrem guter Quarterback. Das letzte Mal, dass ich ihn habe spielen sehen, war meiner Meinung nach ein Top-5-Quarterback. In der Preseason sah er dafür aber gar nicht gut aus. Aber es ist halt auch Preseason, neues Team und so weiter. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Plus, er konnte jetzt die letzten Wochen auch schon mittrainieren. Da habe ich mich auch gefragt und habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden. Weiß nicht, ob du eine Vermutung hast, wieder, aber wie verteilt man in dem Beispiel dann die Snaps? Gibst du ihm dann Starter-Snaps in Vorbereitung auf die Zeit, wenn er jetzt spielen kann? Oder gibst du immer noch Jacoby Brissett alle Starter-Snaps, weil du sagst, nee, er muss ja jetzt noch ein, zwei Wochen spielen und dann können wir nicht uns leisten, ihm weniger Snaps zu geben unter der Woche oder nur Backup-Snaps und so weiter. Das ist eine interessante Sache, wo es jetzt auch ein bisschen drauf ankommt, was davon haben sie gemacht, wie frisch sieht er aus und wie vor allen Dingen ist schon die Chemie mit den Receivern und so weiter. Mit dem Center ist natürlich auch wichtig, beziehungsweise der O-Line generell. Und wie weit kann er die Browns wirklich nach vorne bringen? Das Gute ist, das erste Spiel sollte jetzt erstmal ein relativer Aufbaugegner sein mit den Texans. Natürlich haben wir dann auch die ganze Storyline, weil er von den Texans getradet wurde und so weiter und so fort. Aber wirklich gut spielen die halt nicht zurzeit, ne? Hat man gegen die Dolphins gesehen, als die Dolphins noch mit dem A-Team am Start waren. Theoretisch haben auch die Browns noch, gerade nach dem Sieg jetzt gegen die Buccaneers, nach dem bisschen überraschenden Sieg, die haben noch einen Weg in die Playoffs. Da kommen auch noch wichtige AFC-Spiele, wo man sich quasi diese mal, 6-Punkt-Spiele würde man sagen, aber was auch immer, diese 2 Siegspiele, wo du quasi einem direkten Konkurrenten um die Wildcard-Spots einen Sieg klauen kannst und selber logischerweise gewinnst. Also die haben noch einen Weg. Wird sehr schwer, die können wenig Fehler machen. Also, damit das Ganze eintritt, damit man dieses Jahr noch in die Playoffs kommen kann, müssten jetzt schon sehr, sehr viele fehlerfreie Spiele kommen. Und du müsstest von Anfang an sehen, okay, Watson ist direkt da. Also, er kann nicht diese Zeit haben, die man manchmal braucht, um sich wieder ein bisschen abzustauben und was weiß ich. Also, er kann nicht eingerostet aussehen von Anfang an. Dann haben sie noch eine Chance. Wird aber schwer in der AFC, bin ich ehrlich. Ja, vor allem wird es natürlich besonders schwer, wenn du fast 2 Jahre lang kein Profi-Football, sag ich mal, gespielt hast oder nicht wirklich auf dem Feld warst, kein richtiges Spiel gespielt hast, dann wirklich perfekt abliefern zu müssen. Wenn jetzt seine Sperre irgendwie mit dem Ende der Saison ausgelaufen wäre und er hätte dann quasi in der nächsten Saison eine volle Preseason gehabt, die er spielen kann und dann halt in die Saison starten, wäre das, glaube ich, was ganz anderes. Die Erwartungen an sich, glaube ich, werden extrem hoch sein. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht eine kleine Sache, die vielleicht die Erwartung ein bisschen lindern könnte, ist einfach, wenn du ihn und den anderen großen Quarterback-Trade der Offseason vergleichst mit Russell Wilson, der wirklich bis jetzt, Stand jetzt, wirklich komplett in die Hose gegangen ist, wird er natürlich, gehe ich davon aus, erstmal besser aussehen. Trotzdem sollte das natürlich kein Maßstab sein. Russell Wilson ist ein anderes Thema, der ja, ist dieses Jahr auf jeden Fall gar kein Maßstab, was gute Performance beim Quarterback angeht. Aber trotzdem wird er mega unter Druck stehen. Ich glaube, dass wenn er quasi diese ganze Geschichte jetzt, warum er gesperrt wird, wenn er das irgendwie psychisch, was auch immer, gut verarbeiten kann, hinter sich lassen kann und das wirklich sich rein auf den Football wieder konzentrieren kann, wird er gut sein, er wird sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt in den restlichen paar Spielen wieder, wie du gesagt hast, vielleicht ein Top-5-Quarterback sein wird. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal der Faktor sein wird, der die Browns in die Playoffs bringt. Ich glaube, du hast gesagt, sie haben eine Chance. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie es schaffen werden, weil die Ravens es halt irgendwie doch dann ab und zu wieder schaffen zu gewinnen, wenn auch irgendwie immer komisch. Aber trotzdem kann er dann den Rest der Saison jetzt auch nutzen, um mit dem Team die Spiele zu haben, reinzukommen. Und dann halt einfach nächstes Jahr vor allem zu zeigen, dass er jetzt der Franchise Quarterback ist. Ich bin gespannt, was mit Jacoby Brissett passiert, weil ich finde ihn nicht schlecht dieses Jahr. Er ist jetzt nicht der die Spiele rausreißt für die Browns irgendwie, aber an der einen oder anderen Stelle, finde ich, sieht er gut aus. Und ich bin gespannt, in der Offseason, ob sich da dann das eine oder andere Team, sage ich mal, an ihm bedient und denkt vielleicht, sie lassen ihn starten. Das weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich nicht, dass er
in jüngerer Zukunft noch einen Starting-Posten kriegt. So, ich glaube, ich weiß, was du siehst. So, teilweise sieht er gut aus, aber das ist für mich nicht mehr als ein Backup-Quarterback. Und das Ärgerliche bei den Browns ist halt auch, dass sie innerhalb der AFC schon Spiele verloren haben, die alles direkte Entscheidungen sein könnten oder die alle direkte Entscheidungen sein könnten um die Wildcard-Spots. Haben gegen die Jets verloren, haben gegen die Patriots verloren, das erste Spiel gegen Baltimore verloren. Gute ist, dass sie das erste gegen die Bengals gewonnen haben. Und da kommt das nächste, übernächste Woche dann schon. Die nächsten Gegner jetzt sind Texans, Bengals, dann Baltimore, also zweimal Division hintereinander. New Orleans ist auf jeden Fall gewinnbar zurzeit. Commanders ist gewinnbar. Pittsburgh ist eigentlich ein Pflichtsieg dann in der letzten Woche. Die zwei NFC-Teams sind ärgerlich, aber dazwischen hast du dann oder darum hast du noch vier AFC-Teams. Kannst du am Ende wirklich dann mit, was sind das, sechs, mit 10 Siegen rein in die Playoffs? Mit 10-7 sollte es vermutlich gut genug sein. Selbst in der starken AFC dieses Jahr, selbst wenn du gegen die Jets zum Beispiel schon ein Spiel gedroppt hast. Gegen die Chargers haben sie auch verloren, wird ja auch ein Wildcard-Spot sein, es sei denn, die Chiefs knicken noch ein. Aber ich sag mal, wenn du alleine eins von den Spielen verlierst, dann bist du 9-8 und ich glaube ehrlich nicht, dass sie 9-8 dieses Jahr, gerade mit Niederlagen gegen die Chargers, gegen die Jets, gegen die Patriots, ich glaube nicht, dass sie dann 9-8 reicht. Deswegen, die müssten jetzt vermutlich alle 6 Spiele noch gewinnen. Es ist jetzt kein absoluter Endgegner dabei, sage ich mal. Du hast nicht die Chiefs noch drin oder von mir aus die Bills oder so. Das stärkste Team stand jetzt, gegen das sie noch antreten, sind die Bengals und die können auch ein Ei legen. Ravens können ein Ei legen. Deswegen, es ist machbar, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch nicht wirklich dran. Ja, ist es echt schwierig. Was ich noch ganz interessant finde oder worauf ich vielleicht ein bisschen auch achten werde, ist, ich würde gern auch sehen, wie Watson vielleicht, der auf jeden Fall ein sehr mobiler Quarterback auch ist, die eh schon gute Run-Offense eigentlich mit Nick Chubb der Browns da irgendwie nochmal unterstützen wird. Defense wird jetzt einen zweiten Spieler haben in der Offense, auf den sie achten müssen, der mit dem Ball laufen kann. Und das könnte ein großer Vorteil sein nochmal für die Browns. Brissett ist nicht mehr unbedingt der mobilste. Ich weiß nicht, ob er es mal war, aber ich glaube, er war es ehrlich gesagt noch nie so wirklich. Und das ist nochmal ein Part, den man, finde ich, auch ein bisschen manchmal vergessen hat bei Watson, weil er auch als Passer einfach so gut gespielt hat. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, also natürlich sollten die Browns nicht mit der Einstellung reingehen, wird nichts mehr. Aber ich glaube, man kann fast mit Sicherheit sagen, dass es sehr, sehr schwer wird mit den Playoffs. Egal welcher Quarterback. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann sei doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19:30 Uhr wieder heißt: Shut up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an. Und für noch mehr, folgt uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballpods.com vorbei.